Servo. Guten Tag, liebe Leute, Tag 2. Und was soll ich sagen, gestern kam ich nach einigen Stunden aus der Sonne ohne Sonnenschutz, weil es ja Wolken am Himmel war. Ein Sonnenbrand, ein bisschen auf der Nase, viel auf Armen und Hände, wo wahrscheinlich die wenigsten etwas kriegen. Ich schon, ja, dumm gelaufen, aber ich war so begeistert, wieder da zu sein, dass ich jegliche Schutzmaßnahmen irgendwie, und ich wollte gar nicht so lange in der Sonne bleiben, aber dann auch hier und da und dort geguckt und so weiter. Und heute bin ich jetzt seit geschlagenen 4 Stunden unterwegs und habe 2 Stunden gebraucht, um dieses Oberteil zu finden, was ich überziehen kann. Nun bin ich auch nicht die schlankeste Person, darauf war vor Frankreich nicht vorbereitet. Und ich suche die ganze Zeit eine weiße Leinenhose. Jetzt hatte ich nach 4 Stunden fast eine gefunden. Leider war ich zu fett dafür. So, das bedeutet weiterhin abnehmen und suchen. Und ja, damit bin ich jetzt ehrlich gesagt beschäftigt. Es muss ja auch bezahlbar sein. Also, wir haben hier schon Preise, die sich gewaschen haben. So viel kann ich schon mal sagen. Und ich muss den Arm aus der Sonne nehmen, selbst mit dem Oberteil. Ich habe mir den so verdömmelt. Obwohl hier nur 23 Grad und Wolken waren gestern, kam zwischendurch halt die Sonne raus. So, Leinenhose. Ich dachte ja, hier maritim findet man an jeder Ecke irgendwelche gestreiften Sachen. Wahrscheinlich voll das Klischee, aber weiße Leinenhose und überhaupt, weil die hier alle damit sowieso klarkommen müssen. Nö, ist nicht. So, also war ich jetzt schon im Carrefour, und jetzt fahre ich zum Intermarché nach Rochefort und versuche da eine weiße Leinenhose zu bekommen. Ja, so, damit ist der Urlaub gestartet und Tag 2.
Guten Tag, liebes YouTube. Tag 2 geht zu Ende, wie ihr unschwer an der Sonne erkennen könnt. Ich habe keine Hose gefunden. Das war ja das große Problem von heute. Dafür bin ich jetzt hier am Atlantik, Châtillon Plage. Und ja, wie ich letztes Jahr schon gesagt habe, es ist einfach wunderschön. Das Wasser ist sehr salzig, es sind 23 Grad und ja, sehr angenehm, wenn man rauskommt. Es war ein bisschen kalt, aber so. Und ja, was soll ich sagen, es ist so schön hier. Ich schicke euch ein paar Bilder. Auch Inspiration ist das für so ein Buch. Wisst ihr? Das Meeresrauschen hat man ja nicht immer so vor Ort und deswegen nimmt man das jetzt mal alles so ganz, ganz oft und ganz viel auf. Also ja, will man hier leben? Ja klar, kann man hier leben, muss man schauen. Das große Problem ist, ich weiß gar nicht, hört ihr mich überhaupt durch den Wind? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Tja. Es wäre schon toll, hier zu leben, aber dafür müssen noch einige Bücher geschrieben werden oder man müsste hier vielleicht einen Job finden oder sowas. Das wäre natürlich... Und die Sprache. Die Sprache, dieses... Leute, die Sprache muss gelernt werden. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Wahrscheinlich nicht. Ich drehe mich mal so rum. Nee, ich merke den Wind. Es ist heute sehr windig und ich zeige euch einfach noch ein paar schöne Bilder. Ohne die Menschen im Hintergrund. Das geht nicht. So, wartet, dann mache ich das. So, schaut selber. So, ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt schon verabschiedet habe. Jetzt geht die Sonne unter und der Tag endet. Ihr seht wahrscheinlich, dass Sonnenuntergang ist. Man erzählt es ja immer, obwohl man sieht, aber vielleicht sieht man es auch nicht. Könnte ja auch Sonnenaufgang sein. Tag 2 ist zu Ende. Ich werde jetzt noch ein bisschen das hier genießen und mir anschauen und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Es ist zu schön hier. Fürs Zuschauen und wir sehen uns bis dann, euer Noah. Es ist überwältigend, da kann man schon mal sprachliches Durcheinander bekommen. Tschüss! So, ein letzter Blick.